Fantastic. Guten Tag, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Clash of Clans mit dem Fred. Und ja, ihr seht schon, wir sind mal wieder in unserem kleinen Troll-Account unterwegs. Ich bin mittlerweile schon Level 11 und ich habe mir was überlegt. Wir fragen jetzt erstmal ganz kurz in den globalen Chat rein. Warum gewinne ich keine Defense? Fragezeichen. Ja, vielleicht antwortet uns ja mal wer. Ja, hier ist also unser kleiner Troll-Account. Ich habe 2398 Juwelen. Ich habe noch 23 Stunden Schild. Das möchte ich natürlich behalten. Bin gerade dabei, mein Goldlager abzugraden. Das werden wir jetzt erstmal ein bisschen beschleunigen. Ja, Levelaufstieg. Und wir haben etwas bekommen. 5 Juwelen. Wunderbar. So, 38.000 haben wir jetzt aktuell. Ich muss unbedingt mein Elixierlager upgraden, damit ich das Labor anschmeißen kann. 38.000. Hier werden wir das gleich nochmal eben machen. Für 40 Stück. Okay. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 51.000. Passt. Das heißt, wir können später auf jeden Fall unser Zeug fertig machen. Ich habe auch schon einige Sammler ein bisschen hoch gemacht. Also ihr seht jetzt, ich spiele diesen Account offline weiter. Oder offscreen weiter, damit das natürlich auch weiterläuft. Also das ist auf Level 4. Der ist jetzt, geht schon auf Level 7 hoch. 4, 5, 6 sogar schon. 3. So würde ich sagen, die machen wir eben noch schnell hoch. Alter, für 20 Juwelen. Nee, das kann ich jetzt aber... Ja, komm. Ja, komm, wir machen das mal. Ich würde sagen, wir machen erstmal den ersten Angriff überhaupt mit diesem Account. Und zwar nehmen wir dafür jetzt mal ein paar. Wobei, ja, wenn ich jetzt angreife, dann habe ich kein Schild mehr, ne? Andererseits... Ja, doch, wir können die Einzelspielerkarte mal eben noch machen. Ich will ja natürlich diesen Account auch ein bisschen hochrushen. Das ist ja auch sowas. Hier sind noch einige natürlich Achievements, die mir noch fehlen. Ich weiß nicht genau, nur wie weit ich den hochrushen will. Also ich will es nicht unendlich machen. So, müssen wir überlegen. Wir haben 50.000 Elixier. 50.000 Gold wäre natürlich auch nicht schlecht. Das ist auf Level 5, das ist auf Level 4. Das rushen wir natürlich auch mal eben schnell noch hoch. Ja, ich meine, 40 Gems sind auch okay. Sind auch im Rahmen. So, jetzt haben wir 50.000 schon mal von beidem. Rathaus kostet ja alleine schon 150.000. Würde ich sagen, ich weiß nicht genau, ob ich es schon hochrushen soll. Ich will es auch nicht übertreiben. Ich möchte diesen Account natürlich rushen, ist klar. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite... will ich natürlich aber auch nicht zu viel rushen. Also ich will jetzt nicht nur die Gems... Oh, ich habe einen Weihnachtsbaum. Ich will jetzt nicht nur rushen, bis die Schwarte kracht. Ich will aber auch kein normales Let's Play machen. Also das wird, soll wirklich kein normales Let's Play werden mit so einem Account. Ich weiß nicht, das ist aber irgendwie kein Bock drauf. Ich meine, wer guckt sich denn schon was an von einem Level 1 oder von einem Rathaus 2 Account oder so, wenn er auch einen Rathaus 9 Account sehen könnte. Warte mal, wir brauchen noch ein paar Juwelen. Wir holen uns jetzt erstmal noch ein bisschen hier was ab. Ich lasse die Stämme aber erstmal noch da. Ich nehme jetzt einfach alles mal erstmal mit, was ein bisschen günstiger ist. Unsere ersten Truppen, da sind sie. Da laufen sie herum. Unsere ersten Barbaren. Level 1 Barbaren sind es, ne? Ja, die schönen Level 1 Barbaren. Ich weiß, aber ich habe jetzt einfach mal hier die Minen und so alle beisammengestellt und das da auch. Ich habe ein Labor, habe ich ja auch schon. Brauche ich 50.000, dann könnte ich meine Barbaren upgraden. Ja, können wir mal angehen. Ansonsten... müsste ich mal noch mein Lager ein bisschen hochrushen, damit ich da natürlich weitermachen kann. Und ich würde aber als erstes wirklich gerne mal erstmal die Minen und Sammler ein bisschen hochmachen. Also ihr seht es, wenn der schon mal auf Level 7 ist, dann kloppt der natürlich auch schon mal ordentlich was raus für unsere Verhältnisse, weil wir ja auch erst Rathaus 4 sind. Also wenn wir das schon mal schaffen würden, die so ein bisschen hochzubringen, das wäre natürlich nicht so schlecht. Ich will auch ganz gerne angreifen. Vor allem, wenn ich jetzt natürlich, wenn man das sieht, gewinne 10 Sterne auf der Kampagnenkarte, kriegen wir schon mal wieder 5. Juwelen dabei, verbessere das Rathaus auf Level 5, dann kriegen wir 10 Stück. Hindernisse entfernen, kriegen wir natürlich auch noch was. Ach komm, den nehmen wir auch nochmal mit. Kostet zwar 10.000, aber den nehme ich natürlich auch nochmal gleich mit, eben den. Ja, damit das auch mal ein bisschen natürlich in Fahrt kommt, das soll natürlich so sein. Damit das jetzt hier nicht nur so ein bisschen rumgedödel ist, wie ihr das ja wahrscheinlich bei mir auf das Auge im Mund seid, aber damit wir auch ein bisschen hier mal vorankommen. 3 Juwelen. Ach komm, wir rushen das jetzt mal ein bisschen. Ich muss jetzt mal ein bisschen beschleunigen. So, Elixiersammler ist fertig. Jetzt würde ich sagen, wir rushen mal eben noch das... 12.000 fehlt mir da natürlich ein bisschen was. Ich würde sagen, wir gucken mal einfach mal. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 16 Stück. Ich kann sie auch nicht fertigstellen, ne? Na gut, dann machen wir es mal so. Wir haben unsere Leute voll und gehen mal eben auf Kobold Außenposten. Ich möchte echt gerne ein bisschen rushen, aber wir müssen das auch echt ein bisschen dosieren. So, da mal ein paar hin. Ich möchte jetzt auch mal ein bisschen Truppen sparen, auf jeden Fall. Und wir gucken einfach mal, was wir jetzt hier erreichen können. Das sollte eigentlich noch relativ locker gehen, damit wir auch ein paar Truppen sparen und dann mal eben die restlichen Sterne holen für die 5 Juwelen. Ja, ich habe auch irgendwie, ist mir das mit diesen ganzen iTunes-Karten, irgendwie habe ich da auch mittlerweile komplett den Überblick verloren mit meinen 3 Accounts. Ich habe keine Ahnung mehr. Kann euch aber sagen, dass ich jetzt mal, ich
denke mal, im Laufe der nächsten Woche. Also erst wollen wir ja die Spenden noch auflösen für das Kinderhospiz, ne, was ganz wichtig ist. Das werde ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen machen. Dann wollen wir mal schauen, was da zusammengekommen ist. Und werde dann natürlich auch aufstocken, die Spende, damit wir da auf einen schönen runden Betrag kommen für das Kinderhospiz. Also damit das natürlich auch, alles seinen Gang geht, wie ich mir das gewünscht habe. Und dann natürlich wollte ich ja noch ein paar Google Play Karten verlosen. Ich habe momentan, glaube ich, drei 10er Karten habe ich schon zusammen. Und mal gucken, lege ich vielleicht noch 2, 3 iTunes Karten drauf. Und dann ist wahrscheinlich auch für jeden was dabei. Jetzt machen wir mal eben noch die Sachen fertig hier. Und gucken mal, also jetzt haben wir hier 2 Stück, die im Grunde nichts machen. Das ist eine Goldmine 6. Das ist, die können wir machen. 3000. Und noch einen Sammler. Für 3,5. Das ist okay. Dauert jetzt jeweils 2 Stunden, werde ich wahrscheinlich gleich auch fertigstellen. Wir stellen jetzt mal eben auf jeden Fall die Truppen fertig, würde ich sagen. Damit wir da mal eben noch ganz schnell... kann ich ja gar nicht. Muss ich mal eben ein bisschen weniger auswählen. 11 Stück. Und bauen mal sofort noch welche hinterher. Was kann ich denn überhaupt machen noch? Dekoration könnte ich noch bauen. Ja, das ist aber jetzt nicht ganz so wichtig. Armee könnte ich noch eine Kaserne bauen. Die kostet nur 200 und ich habe keine 200. Oh. Nicht angreifen. Ich will auf keinen Fall einen richtigen Clan, richtigen Angriff starten. Oh, hier wird es jetzt aber ein bisschen tricky. Warum greifen die denn jetzt den an? Warum greifen die denn jetzt die an, wo hier auch eine ist? Komisch. Die hätten noch einmal die Linke angreifen können. Was ist da denn los? Ja, es wird natürlich, ich muss aber schon sagen, die ersten Folgen des Troll-Accounts könnten noch etwas langweiliger werden. Ist ja klar, wir müssen ihn ja erst ein bisschen hochrushen. Am Ende wird es wahrscheinlich richtig interessant, wenn wir dann so Rathaus 8, 9, 10 sind und dann quasi sonst nichts haben, außer halt dem Rathaus und den und den Kasernen und den Minensammlern. Aber halt keine Verteidigungsgebäude. Bis auf die eine Kanone, die kriege ich ja nicht weg. Die ist ja Teil des Tutorials gewesen. Ansonsten haben wir ja nicht viel. Ja, ein paar Truppen zu viel gesetzt. Egal. Ein paar Truppen zu viel gesetzt, aber das soll uns jetzt auch egal sein. Wir holen uns mal eben noch die Sterne, kriegen dann das Achievement auf jeden Fall noch dabei. Ich denke mal, wir machen es so. Ich werde in dieser Folge noch alles raushauen, dass wir auf 2000 Juwelen sind. Dass wir auf 2000 Juwelen sind und dann sollte das auf jeden Fall auch passen. Dann können wir noch ein bisschen sparsamer umgehen damit. Das heißt also 30 hierfür und noch 30 dafür. Dann haben wir jetzt auch noch was rausgeholt. Wir holen uns jetzt erstmal noch die Kaserne. Ganz wichtig, die kommt nämlich jetzt hier hin. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal alle Kaserne. Ich brauche ja auch nicht darauf zu achten, jetzt irgendwas richtig zu bauen oder so. Aha. 5 Stück, wunderbar. Was haben wir denn sonst noch? 50 Sterne wäre jetzt das nächste, aber dafür gibt es auch nur 10 Juwelen. Verbessere das Rathaus, dafür brauche ich dann wie gesagt 150.000. Können wir noch nicht ganz machen. Ich finde, unser kleines Dörfchen sieht aber schon ganz ordentlich aus. Vor allem jetzt mit unseren Sachen hier auf Level 4 und auf Level 5, das ist schon okay. Ich könnte sie auch boosten, will ich jetzt aber auch nicht machen. Wir müssen die jetzt mal fertig machen. 12.000! 26 Stück. Ja, komm. So, 76.000, aber den Rest kann ich jetzt gar nicht mehr machen, oder? Den Rest kann ich jetzt gar nicht mehr machen. Ich könnte rein theoretisch werden. Wollen wir denn die dritte? Achso, die ist gleich fertig. Ich muss mal überlegen. Also ihr könnt ja mal gerne, ich bin jetzt natürlich auf eure Hilfe angewiesen, ihr müsst mir mal gerne jetzt in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes machen soll. Ich bin jetzt, stehe gerade natürlich auch ein bisschen auf dem Schlauch. Soll ich jetzt wirklich mich erst um die Minen und Sammler kümmern, dass ich die mindestens mal alle auf Level 7 hochmache? Oder, ja, soll ich jetzt wirklich nur die Lager hier rushen? Wie sieht's aus? Wie soll ich das machen? Die Kaserne könnte ich eigentlich mal upgraden, ne? Damit ich Bogenschützen habe, das wäre auch mal ganz gut. Das Lager, was würde mich das denn kosten, das zu füllen? Shop? Schatz, so. Das Lager 5000, nee, das ist mir aber zu viel. Ich gebe da jetzt keine 42 Juwelen aus für diesen Killefit. Wir machen mal eben noch, würde ich sagen, noch eine ganz schnell einmal noch Kobold-Handschuh. Gucken mal, dass wir das noch hinbekommen. Ja, das ist natürlich so eine typische Trap-Base. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann werden die wahrscheinlich gleich auch alle da durchlaufen, durch das Labyrinth und werden dann wahrscheinlich, ja, ich denke mal, eventuell könnten sie sterben, vielleicht aber auch nicht. So, die erste Kanone ist fast kaputt, die zweite ist auch fast kaputt, sieht auch gut aus. Ja, sie sind ein bisschen schlauer, als ich gedacht habe, sie laufen jetzt nicht da durch, die gehen da außen her. Ich will aber auch echt mal ein bisschen Truppen sparen noch, wir kriegen zumindest 1000 noch an. Ja, von dem 1000 könnte ich auf jeden Fall die Kaserne upgraden, dann haben wir zumindest schon mal Bogenschützen. Also der Plan ja insgesamt ist ja quasi, ich möchte die Truppen hochleveln. Das ist der erste Punkt. Ich möchte das Rathaus natürlich hochleveln. Ja, und natürlich dann die Lager, sonst bringt es ja nichts. Also das sind so die Sachen, Truppen hochleveln, Rathaus hochleveln und natürlich dann die Lager dementsprechend, damit ich das Rathaus hochleveln kann. Das war's. Ansonsten möchte ich natürlich nichts machen.
Ich möchte keine Verteidigungsgebäude bauen oder sonst was. Ich möchte wirklich nur das machen. Ah, jetzt schnappen sie sich das. Jetzt schnappen sie sich mal eben. Das ist so geil, wenn du jetzt mal so überlegst, wie man angefangen hat. Wo man noch angefangen hat, das Spiel anzufangen. Das ist ja jetzt bei mir schon über ein Jahr her. Ah, das ist... Da werden Erinnerungen wach. Wenn man sich das so überlegt, wie alles angefangen hat. So, Leute. Macht fertig. Macht das Rathaus mal eben kaputt. Beziehungsweise ist ja in diesem Fall gar kein richtiges Rathaus. Vom Kobold-Handschuh. Ja, ja. Die guten Kobolde, die uns immer was klauen wollen. Los! Das kann ja nicht so schwer sein, mal eben noch den Rest wegzumachen. Da sind wir noch eine Fackel an der Seite. 84% läuft auf jeden Fall bei uns. Während das jetzt noch fertig ist, muss ich mir eben überlegen, was ich gleich noch machen könnte. Also 2025, das heißt 25 Juwelen habe ich... Ja, wir können noch ein bisschen mehr noch ausgeben. Ich will jetzt nicht rumgeizen mit den Juwelen. Aber allerdings habe ich jetzt auch nicht endlos was zur Verfügung davon. Das muss man auch mal überlegen. Habe ich überhaupt den Sound an? Ja. Sound ist an, alles klar, läuft bei uns so. Ah, ich habe gar nicht mehr gefragt. Ich habe gar nicht mehr gefragt, was dabei rumgekommen ist. Wo habe ich das denn reingeschrieben? Scheiße. Hey, Fredonauts Dorf ist doch mega gut. Warum... Ich schreibe nochmal rein, komm. So viel Spaß muss sein. Warum verliere ich immer? Fragezeichen. Diesmal müssen wir wirklich mal darauf achten, dass wir da auch mal reingucken. Ob dann wirklich da jemand mal antwortet. Jetzt können wir die Kaserne verbessern. Und auf 15 Minuten... Da machen wir doch jetzt mal eben. Dafür nehmen wir noch eben hier. Ja, lass die Bestien los. Haben wir eine. Juhu! Was ist denn das nächste? Das nächste ist das nächste der Drache oder was ist das nächste? Lass die Bestien. Mauerbrecher. Okay, Mauerbrecher als nächstes. Würde ich sagen, wir bilden mal eben noch ein paar aus. Ein paar hiervon. Für die Kampagnenkarte. Und würde ich sagen, sind wir fast schon am Ende. Ich muss jetzt mal eben gucken, was ich als nächstes ausbaue. Ich denke aber mal, es werden zwei. Ja, es werden auf jeden Fall. Wenn ich. Ich habe jetzt noch das Gold. Von daher würde ich eher darauf setzen, jetzt erstmal die beiden hiervon zu machen. Wie lange dauert... Warte mal, was war er jetzt? Er war auf 4 und er hier ist auf 5 und er ist auf 7. Das heißt, wenn ich ihn jetzt verbessere, dauert 6 Stunden. Ja, sind wir erstmal ein bisschen beschäftigt noch. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Die Goldminen sind ja alle schon ein bisschen am Laufen. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei so einem kleinen Troll-Account. Ich weiß nicht, glaube ich, noch was... Soll ich das mal eben fertigstellen? Ach, die Zeit nehmen wir uns mal eben noch. Der ist fertig. Der ist auf 5. Ich pushe die jetzt auch mal eben schnell noch, damit das ein bisschen schneller läuft. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende. Warte mal, warum verliere ich immer? Hast nur eine Kanone. Ist mein Dorf gut? Gucken, ob da wirklich jemand drauf antwortet oder nicht. Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Red Dragon. GGGGG. Gucken. Bitte, bitte, schreib doch mal zurück, ist mein Dorf gut? Was kann ich noch verbessern? Ich muss auf jeden Fall die 50.000 zusammenkriegen, damit ich mein irgendwas verbessern kann, nämlich meine, ihr wisst es, meine Barbaren. Meine Barbaren verbessern. Oh, die anderen kosten auch 50.000. Das wäre ja schon mal der erste... Warum? Warum ist mein Dorf denn nicht gut? Warum? Von Bullets. Mila von Bullets. Ist das nicht gut, mein Dorf? Finde ich aber unfair. Hier, finde ich aber unfair. Wir können doch was abbauen. Hier. Nee, ich kann gar nichts mehr abbauen. Außer so einen Stein. Ja, auch nicht mehr. Kann ich auch nicht mehr abbauen. Ich kann gar nichts mehr abbauen. Das ist ja echt unverschämt. Ich habe 46 Elixier. Warum ist mein Dorf denn nicht gut? Ja, würde ich sagen, sind wir am Ende. Ich muss mal eben gucken, dass ich noch was upgraden kann. Ja, hier. Der Elixier-Sammler. Den graden wir doch mal eben noch ab. Für 2 Stunden dauert das noch. Das andere dauert noch 6 Stunden. Und dann würde ich sagen... Ja, Matthias macht ja ab jetzt erstmal die Folgen. Das heißt, wir werden noch ein bisschen Zeit haben in diesem Account. Ich lasse ihn jetzt mal so 2-3 Tage mal wieder laufen. Werde mal noch ein paar Sachen verbessern und dann können wir das Rathaus auch mal sofort noch rushen. Ich denke mal, bis Level 6 müsste das auf jeden Fall gehen, wenn ich das Zeug zusammen habe. Also erstmal die 150.000 natürlich, dann werde ich natürlich das rushen, damit ich die Zeit überspringe. Und dann sehen wir uns dann wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, morgen von mir eine ganz reguläre Folge und von Matthias eine Meisterclan-Folge. Also macht's gut. Bis dahin. Tschüss.